hallo Manuel. Hallo Stefan, ich grüße dich. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Betrifft-Veranstaltung der BGE in diesem Jahr. Wir fangen dieses Jahr an mit einer Betrifft-Konrad und gucken zurück auf das letzte Jahr, 2021, und gucken voraus in die Zukunft und schauen uns an, was wir in diesem Jahr auf Konrad alles schaffen wollen. Bevor wir anfangen, für all diejenigen, die sich noch nicht so intensiv mit dem Endlager Konrad beschäftigt haben, wollen wir uns erst einmal einen groben Überblick verschaffen und haben dafür eine kurze Animation. Das Endlager Konrad erklärt in 90 Sekunden. Damit starten wir jetzt. Das Endlager Konrad in Niedersachsen. Es ist das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager in Deutschland. Hier können zukünftig bis zu 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle entgelagert werden. Die Geologie wurde wissenschaftlich untersucht und hat sich als geeignet erwiesen. Dicke Tonschichten verhindern das Eindringen von Wasser. Bis zur Endlagerung lagern die radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern und Landessammelstellen in ganz Deutschland. Sie müssen endlagergerecht verpackt und nach Konrad transportiert werden. Derzeit wird das Bergwerk zum Endlager umgebaut. Dafür werden die beiden Schächte saniert und die notwendige Infrastruktur über und unter Tage errichtet. Dazu gehören unter anderem eine Umladestation, Transportstrecken und die Einlagerungsbereiche. Die Abfallbehälter werden später in einer Tiefe von rund 850 Metern eingelagert. Um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten, werden nach der Einlagerung alle Hohlräume verfüllt. Die Planungen für das Endlager Konrad sind viele Jahre alt. Deshalb wird derzeit überprüft, ob die sicherheitsrelevanten Anforderungen noch dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Nach aktuellen Planungen soll das Endlager im Jahr 2027 fertiggestellt sein. Ja, das war das Endlager Konrad im Kurzüberblick. Das wollen wir gleich gemeinsam vertiefen. Bevor wir damit starten, haben wir zwei Fragen an Sie, um ein bisschen besser herauszufinden, wie Sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden sind. Das blenden wir gleich ein, wie Sie zu diesen Fragen kommen. Im Anschluss stelle ich Ihnen kurz die Ansprechpartner der BGE des heutigen Abends vor. Und dann geht es unmittelbar los. Sie sehen jetzt hier dort eingeblendet die zwei Möglichkeiten, zu der Umfrage zu kommen. Entweder über den QR-Code, den können Sie mit Ihrem Handy einfach einscannen, oder alternativ können Sie dort auf die Webseite gehen, die Zahlen unten eingeben und uns dann zwei kurze Fragen beantworten. Wenn Sie sich daran beteiligen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Wir wollen das Ganze am Ende der Veranstaltung auch noch einmal zur Evaluation wiederholen. So viel für den Beginn. Und während Sie das machen, habe ich noch einen Datenschutzhinweis für Sie. Es ist so, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und auch dauerhaft auf YouTube und der Webseite der BGE verfügbar halten. Mit Ihrer Teilnahme willigen Sie darin ein, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, und wenn Sie sprechen in der Veranstaltung, dass Sie dort entsprechend dann auch dauerhaft zu sehen sind. Eine Anmeldung mit Ihrem vollständigen Namen ist gleichzeitig nicht erforderlich. Und den Link zur kompletten Datenschutzerklärung geben die Kollegen, die den Chat betreuen,
auch nochmal dort ein, sodass Sie das im Detail alles noch einmal nachlesen können. So, jetzt genug der Formalia. Jetzt möchte ich Ihnen einmal die Ansprechpartner des heutigen Abends vorstellen. Wir beginnen mit Stefan Stuth, Vorsitzender der BGE Geschäftsführung. Vielleicht winken Sie einmal oder sagen einmal Hallo, das genau, jetzt kann man Sie auch zuordnen. Vielen Dank. Dann gehen wir quasi gegen den Uhrzeigersinn weiter in der Reihenfolge und machen weiter mit Dr. Thomas Lautsch, technischer Geschäftsführer der Bundesgesellschaft und steht heute auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Und zuletzt haben wir Peter Duwe, Bereichsleiter für das Projekt Konrad. Er ist dafür verantwortlich, dass sich die Kräne drehen über Tage und dass unter Tage das Endlager auch fertig wird. Glück auf. So, und das gesagt, würde ich sagen, beginnen wir direkt mit einer kurzen Einführung von Herrn Dr. Lautsch und machen dann weiter mit dem ersten Vortragsteil von Herrn Duwe. Thomas, du musst dein Mikro öffnen. So, da haben wir vielleicht ein kurzes technisches Problem. Das versuchen wir mal zu klären. Das sieht jetzt ganz gut aus. Nee, wir hören leider nichts. Das ist der Technikteufel. Dann holen wir das. Jetzt bin ich zu hören. Jetzt, ganz hervorragend. Ja, es ist die Gewöhnung an das Zoom-Format. Da muss man ja mehrfach noch Freigaben machen. Das muss man erstmal lernen. Wir arbeiten ja meistens mit Skype. Also dann fange ich nochmal von vorne an. Ich freue mich total auf den heutigen Abend. Herzlich willkommen bei der BGE. Mein Name ist Thomas Lautsch. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung und verantworte in der Geschäftsführung unsere Baustellen. Unsere Baustellen, die da heißen Asse, Konrad, Morsleben und Gorleben. Und mit Konrad haben wir ja das Arbeitspferd der Organisation heute auf der Agenda. Wir sprechen über das größte Projekt der BGE, wo wir inzwischen, wenn ich unsere Auftragnehmer, unsere Querschnittsbereiche, wenn ich alles mit dazu zähle, rund 1.000 Menschen mit beschäftigen, 1.000 Mitarbeiter mit beschäftigen und wo wir inzwischen jeden Tag über 1 Million Euro verbauen. Das heißt, die Baustelle ist in vollem Galopp, in voller Geschwindigkeit und hat sich im Jahr 2021 sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ganz wichtige Meilensteine abgeräumt. Das hat Peter Duwe, wird Peter Duwe ja gleich noch präsentieren. Und in den nächsten 2 Jahren werden wir auch auf der Baustelle Konrad II von der Planungs- und Papierphase zunehmend in die Bauphase übergehen. Das ist dann der letzte Schritt vor der Inbetriebnahme in 2027. Und ich bin froh und stolz, dass wir das Ihnen heute präsentieren kann und würde dann weiter abgeben. Vielen Dank, Glück auf. Ja, wenn jetzt die Kamera auf mich geschaltet ist, da freue ich mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Ja, Glück auf, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute Abend, also wie letztes Jahr auch, nochmal erklären zu können, wo wir eigentlich stehen. Aktuell natürlich hat sich einiges getan zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr. Und eine Vorausschau auf das nächste Jahr gehe ich selbstverständlich und auch gerne. Und ich denke mal, ohne lange Vorrede starte ich direkt mit der Präsentation. Eine kurze Einführung von mir. Wo liegt der Standort Konrad? In welchen geologischen Teufen bewegen wir uns? Dann mache ich das immer so, dass ich Konrad 1 über Tage starte, dann durch den Schacht nach Untertage komme, kurz erläutere, wo wir unter Tage stehen, welche Fortschritte wir erzielt haben und komme dann über Konrad 2 den Schacht nach Übertage Konrad 2 wieder raus und gebe dann unter der Ziffer 7 und damit dem Abschluss heute einen kurzen Ausblick auf das, was wir in diesem Jahr vorhaben. Zur Einführung. Also zum Standort Konrad. Wir liegen mit dem Standort Konrad, mit dem Bergwerk zwischen Salzgitter, Bleckensteck und Braunschweig, ganz grob gesagt. Wir haben 2 Schächte abgeteuft, Schacht 1 rund 1250 Meter, Schacht 2 rund 1000 Meter tief. Unsere Vorderen haben seinerzeit das Erzlager zufällig erkundet bei einer Erdölbohrung. Das liegt im südlichen Bereich. Sie sehen es auf dem rechten Bild. Das ist der obere orangefarbene lange Streifen. Der ist 60 Kilometer lang. So zieht er sich in den Norden bis nördlich von Gifhorn. Und in diesem Erzlager befinden wir uns und errichten da das Endlager Konrad. Konrad 1 über Tage. Sie sehen dieses Bild, das bringe ich immer gerne, immer in aktueller Fassung. Und das ist hier ein recht aktuelles Luftbild
von der Schachtanlage Konrad in der Errichtungsphase. Sie sehen, dass wir unglaublich viele Gebäude in der Errichtung haben, aber auch schon sehr viele Gebäude errichtet haben. Sie sehen alles, was Sie an Gebäudestruktur jetzt hier erkennen, und vielleicht kennt der ein oder andere auch noch alte Bilder im Vergleich dazu, dass wir die Gesamtheit der jetzt hier erkennbaren Infrastruktur inzwischen eine vollständig neu errichtete Infrastruktur ist. Sie sehen rechts, das weise ich jetzt noch einmal kurz an dieser Stelle darauf hin, das mittlere Gebäude auf der, Entschuldigung, nicht rechten, sondern linken Seite, das ist die temporäre Werkstatt, die wird nachher auf den vor allem nächsten Bild, wo ich mal kurz zeige, was wir errichtet haben in jüngster Zeit, fehlen, denn das ist noch ein Bild aus alter Zeit, wo dargestellt wurde, was wir im Endlager Konrad alles geplant haben. Sie sehen am rechten Rand die Lage der temporären Werkstatt nur mit einem Pfeil dargestellt. Das ist auch wirklich nur ein temporärer Bau, den nutzen wir 2-3 Jahre, dann kommt die temporäre Werkstatt wieder weg. Was wir für 21 geplant haben und auch wirklich auf der Schachtanlage 1 begonnen haben, war der Bau der Wache, der Bau der Heizzentrale und auch der Bau der Werkstatt. Die temporäre Werkstatt, die haben wir in 21 begonnen, aber auch beendet, sonst hätten wir auch mit der Werkstatt nicht beginnen können. Ja, wo stehen wir mit der Heizzentrale? Ich sagte ja, mit dem Bau sind wir gestartet, darüber freue ich mich auch sehr. Das Bild ist jetzt 1 Monat alt. Wenn wir es aktuell sehen würden, würden wir sehen, wir sind schon dabei, den Kelleraufbau praktisch zu errichten. Was hier an der Stelle mal zu erwähnen ist, wir werden hier mit Pelletheizungen das Ganze, die ganzen Gebäude beheizen. Wir haben hier 2x500 Kilowatt Öfen, die uns entsprechend dann die Heizleistung bringen, die wir benötigen. Wir haben einen riesengroßen Pelletbunker, das können Sie sich vorstellen. Also hier kommen wir mit den Bauarbeiten wirklich ganz hervorragend voran. Und wir sehen noch in diesem Jahr im Sommer den Abschluss der Rohbauarbeiten vor. Wir wollen die Rohbauarbeiten überführen, dann nachher in die technische Gebäudeausrüstung. Da werden wir auch dieses Jahr noch mit starten. Und Anfang nächsten Jahres, so haben wir es zumindest vor, so ist es geplant, in die Endphase kommen wollen. In der Wache, also direkt, wenn Sie reinkommen, Sie sehen das hier im hinteren Bereich, im oberen Bildrand, die Zufahrt zum Endlager Konrad. Da haben wir die alte Wache, die auf der im oberen Bildrand links zu erkennen ist, die wir selbstverständlich ersetzen werden. Das ist eher so eine Containerbauweise durch die neue Wache. Die neue Wache ist jetzt in der Errichtung auch begonnen, letztes Jahr, wie wir uns das vorgenommen haben. Und hier sind wir aus dem Kellergeschoss inzwischen raus. Die werden wir im Rohbau fertigstellen, die Wache auch im Juni diesen Jahres, so haben wir es geplant, und dann auch im Anschluss mit der vollständigen Gebäudeausrüstung an Start kommen wollen. Ähnlich wie bei der Heizzentrale sehen wir es auch bei der Wache vor, zum Abschluss zu kommen in 2022, bloß im Gegensatz zur Heizzentrale wollen wir es vollständig beenden, was den Bau angeht. Wie gesagt, Heizzentrale ziehen wir die Restarbeiten rüber in die Jahresscheibe 2023. In der Werkstatt, die wir natürlich benötigen über Tage für sämtliches über Tage Konrad 1 als auch über Tage Konrad 2, sind wir mit der Errichtung gestartet. Hier wollen wir im Sommer, nicht im Juni, hier ist es der Juli, fertig werden, und zwar mit der vollständigen Infrastruktur. Dann kommt natürlich die technische Gebäudeausrüstung, das können Sie sich vorstellen, ist sehr umfangreich. Und die ist so umfangreich von der Gestaltung her, dass wir erst im späten Frühjahr 2023 vorsehen, mit der Werkstatt fertig zu werden. Aber das macht nichts. Hauptsache ist, wir sind an der Stelle auch im terminlichen Plan, so wie wir uns das vorgenommen haben, A, an den Start gekommen und B, in der Baudurchführung derart, dass wir auf Konrad 1, und das ist eigentlich der Fokus, den ich mal auf die Gebäude richten möchte, so vorankommen, dass wir hinsichtlich der Gebäudeerrichtung auf Konrad 1 jetzt dabei sind, die letzten 3 Gebäude zu errichten. Was wir neben den Gebäuden, die sichtbar sind von außen, auch errichtet haben, ist innerhalb der Schachthalle von Konrad 1 die vollständige Druckluftversorgung. Also alles, was wir unter Tage, über Tage, aber auch im Schacht 1 benötigen an Druckluft, wird hier erzeugt über 3 Kessel. Die Kessel haben wir eingehoben. Sie erkennen das auf dem linken Bild. Das Dach ist geöffnet. Die haben wir eingehoben, die Kessel noch
zum Ende letzten Jahres so, dass wir über den Jahreswechsel 2021/22 das Dach wieder schließen konnten. Die Arbeiten in der Druckluftversorgung sind jetzt soweit fast fertiggestellt. Was jetzt noch fehlt, sind die Anschlüsse der Kessel in die Infrastruktur durch die Schächte, durch den Schacht nach Untertage, sodass wir dann das untertägige Gebäude nachher auch mit der Druckluft aus der Druckluftversorgung entsprechend natürlich ausstatten können. Das zu den wesentlichen Punkten. Wie gesagt, ich freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, die letzten Gebäude in 2021 an den Start zu bringen auf Konrad 1. Jetzt wollen wir uns den Weg durch den Schacht bahnen nach Untertage, aber wir bleiben erstmal einen kleinen Moment im Schacht. Wir bleiben im Schacht 1. Der Schacht 1 ist, wie gesagt, 1000 Meter tief. Und anlässlich der letzten betrifft Konrad, hatte ich glücklicherweise erörtern können, dass wir sämtliche Schachteinbauten entfernt haben. Das waren also die ganzen Spurlatten, das waren die ganzen Einstriche. Also alles, was wir im Schacht selbst verbaut hatten und entfernen mussten. Also es war insbesondere Holz und das ist natürlich klar, aus brandschutztechnischen Gründen musste vollständig alles entfernt werden und auch neu ausgerüstet werden mit Konsolen für Rohrverlagerungen und Ähnliches. Das haben wir alles inzwischen rückgebaut. Und was wir auch inzwischen rückgebaut haben, und zwar vollständig, sind die Schachtstühle auf den einzelnen Sohlen. Sie sehen hier dritte Sohle, vierte Sohle und fünfte Sohle. Ein Schachtstuhl, dass sich das vorstellen können, was das ist, wenn Sie vom Schacht selber, also von der vertikalen in die horizontalen, also in die Strecken gehen, in die dritte Sohle, in die vierte Sohle und in die fünfte Sohle, gibt es Übergänge. Und diese Übergänge sind vollständig mit Stahl ausgebaut, sodass man einen sicheren Übergang gewährleistet und natürlich auch die Stabilität in die Körper bringt, sowohl in den Schacht als auch in die Strecken, in die Übergänge. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, die Infrastruktur, die wir in diese Füllörter, so heißen diese Übergangsbereiche vom Schacht in die einzelnen Strecken, in die einzelnen Sohle, dass wir diese Füllörter mit der notwendigen Infrastruktur ausstatten können. Also dafür brauchen wir diesen unglaublichen Stahlbau. Im Schnitt verbauen wir rund 50 bis 60 Tonnen Stahl pro Schachtstuhl in die Übergänge rein. Das können Sie sich vorstellen, ist natürlich ein immens hoher Aufwand. Um hier die notwendige Sicherheit zu schaffen für unsere Kollegen, haben wir eine extra Arbeitsbühne nochmal bauen müssen. Mit dieser Arbeitsbühne gelingt es uns, auch an die Schachtränder zu kommen. Diese Arbeitsbühne sehen Sie hier auf der linken Seite. Mit der Arbeitsbühne sind wir hier abgestellt auf der fünften Sohle in Aktion. Was Sie jetzt hier nicht erkennen können, ist, dass wir hier auch schon mit den Arbeiten im Übergang, das heißt also im Füllort selbst, weit vorangeschritten sind, bezogen auf den Rückbau der alten Infrastruktur. Das können wir besser sehen auf dem folgenden Bild. Da habe ich mal ein Bild ausgewählt vom Schachtstuhl in dem Bereich vierte Sohle. Hier sind wir sehr weit vorangeschritten. Dieses Bild ist jetzt rund anderthalb Monate alt. Da haben wir den gesamten Bereich entkernt. Wir werden den gesamten Bereich erneuern. Die Arbeitsbühne ist abgehangen aus Sicherheitsgründen mit dem Netz. Unsere Kollegen sehen es auch aus Sicherheitsgründen, sind angeseilt, die sich da unten bewegen. Hier haben wir inzwischen das Füllort neu vollständig betoniert und kommen mit den Arbeiten, so wie wir uns das auch vorgenommen haben, hervorragend voran. Das machen wir in allen Ebenen, also sowohl auf der fünften als auch auf der vierten als auch auf der dritten Sohle. Ein wesentlicher Punkt, den wir auch in 2021 abgeräumt haben, ist, dass wir die Fördermaschine, die wir für die nördliche Förderung brauchen, vollständig inzwischen produziert haben, hergestellt haben. Sie ist auch abgenommen und wir sind jetzt, gerade jetzt Januar, Februar, März diesen Jahres dabei, die Fördermaschine in dem Fördermaschinengebäude Nord einzubauen. Hier sehen Sie insbesondere die Welle und hier sehen Sie den Teil der Seilscheibe und der Bremsanlage zum Zeitpunkt der Abnahme bei unserem Auftragnehmer im Anschluss an die Fertigung. Nach dem Schacht 1, sagte ich ja, kommen wir runter nach Untertage. Hier haben wir den Schwerpunkt insbesondere darauf gelegt, dass wir, nachdem wir alle Auffahrungen beendet hatten, dazu berichtete ich auch in der letzten Betriff Konrad, jetzt dabei die aufgefahrenen Strecken mit Innenschalen zu versehen. Ich will noch mal kurz in Erinnerung rufen, was wir aufgefahren haben.
Wir haben rund 1000 Meter Grubennebenräume aufgefahren. Grubennebenräume, das sind die Räume, die wir brauchen später im Kontrollbereich, die zusätzlich zu den bereits vorhandenen Räumen ganz, ganz wichtige Räume für uns sind, weil die die Infrastruktur beherbergen, die wir benötigen zur Aufrechterhaltung des Betriebes später. Also Sie müssen sich vorstellen, innerhalb des Kontrollbereiches, also in dem Bereich, wo wir die radioaktiven Abfälle handhaben werden, die Gebinde, werden wir einen eigenen Fahrzeugpark haben, einen eigenen Fuhrpark, den wir auch nur innerhalb des Kontrollbereiches bewegen wollen. Wollen wir Fahrzeuge, was durchaus geht, vom Kontrollbereich in den Überwachungsbereich holen, müssten wir die vorher freimessen, denn es ist per Definition so, dass wir jede Kontaminationsverschleppung ausschließen müssen. Und es wird auch per Definition, es ist ganz egal, ob sie eintritt oder nicht, immer eine mögliche Kontamination unterstellt. Und das daraus resultiert dann der sehr, sehr hohe Prozess der jeweiligen Freimessung. Und das ist auch der Grund, warum wir alles redundant haben. Also sehen hier zum Beispiel im Zentrum steht Werkstattkomplex. Die haben wir zum einen im Kontrollbereich, aber auch selbstverständlich vollständig aufgefahren im Überwachungsbereich, dafür den gesamten Fahrzeugpark, was wir hier nur für den Kontrollbereich haben, ist die Versatzaufbereitung. Da wird der Baustoff hergestellt, den wir nachher brauchen zum Versetzen der ganzen Einlagerungskammer. Das heißt, wenn die Gebinde eingelagert sind, dass wir da dann das Material produzieren, um die Räume zu verschließen. Im linken Ende sehen Sie, da wo die Zahl circa 200 Meter steht, so ein Stummel, der da abgeht. Das ist unser Waschplatz. Natürlich müssen wir auch die gesamten Fahrzeuge, die wir haben, innerhalb des Kontrollbereiches reinigen. Und also nicht nur, um sie von der Kontamination zu befreien. Wir haben im Erzbergbau natürlich auch Erzstäube. Und so können Sie sich vorstellen, sind auch die Fahrzeuge entsprechend verstaubt nach ihren Einsätzen. Also da werden die auch gewaschen. Wir fahren Querschnitte auf in diesen sogenannten Grubennebenräumen von circa 50 bis 140 Quadratmeter. Und wir haben, um die entsprechend zu sichern, die gesamten Grubennebenräume rund 75.000 Anker gesetzt mit einer Gesamtlänge von rund 320 Kilometer. Ich sagte ja bereits, wir sind dabei, jetzt unsere Innenschalen einzubauen. Das heißt, wir werden die Grubenbaue, die wir kreisrund in der Regel aufgefahren haben, mit einer eigenen Schale vollständig versehen, sodass wir für den Bergbau typische Sanierungsarbeiten ausschließen können. Und das ist auch der Grund, warum wir hier diesen Prozess so extrem aufwendig für uns gestalten. Die Fortschritte, die wir erzielen wollen, um im nächsten Jahr den Einbau der Innenschale vollständig erledigt zu haben, sind rund 250 Quadratmeter Spritzen, also Einbau einer Innenschale pro Woche, entspricht einer Länge von rund 5 Meter pro Tag. Das ist das Ziel, was wir so haben. Sie sehen jetzt hier diese sehr, sehr großen Maschinen, mit denen spritzen wir die Innenschale ein, insbesondere in den Seiten, die da links und rechts aufgehen, aber insbesondere natürlich im oberen Bereich, da wo wir manuell nur dann drankommen, wenn wir uns eines Gerüstes bedienen. Wir sehen jetzt hier mal nochmal zur Erinnerung, warum wir solche großen Grubenräume auffahren und wie wir dieses Schalensystem an sich gestalten. Sie sehen links mal so einen alten Grubenraum noch aus Zeiten des Erzbergbaus. Der hat rund 30 Quadratmeter Querschnitt. Solche Grubenräume haben wir aufgefahren, jetzt zu rechts erkennbar mit rund 130 Quadratmeter Querschnitt, vollständig rund. Was Sie hier schon sehen, ist die Außenschale und auf diese Außenschale wird eine Bewehrung gesetzt, dann erst eine Ausgleichsschicht, nachdem wir die Fugen verschlossen haben. Dann wird da eine Ausgleichsschicht, nach der Ausgleichsschicht die Bewehrung aufgesetzt, dann eine erste Innenschale, noch eine Bewehrungslage, dann die zweite Innenschale. Und das ist das, womit wir 2021 wunderbar an den Start gekommen sind. Die ersten Räume haben wir inzwischen fertiggestellt. Sie sehen jetzt hier rechts oben in dem Bild eingekreist den Bereich des Waschplatzes. Den hatte ich gerade separat erwähnt. Dieser kleine Stummel, der da praktisch nach links aus dem Bild raustritt, der hat eine Länge von rund 35 Metern.
Und in dem Raumbereich, ich habe da extra das rechte Bild gewählt, nicht erkennbar die Person, aber um sich diese räumlichen Dimensionen nach vorzustellen, diesen Raumbereich haben wir inzwischen vollständig mit einer circa 0,7 Meter mächtigen Innenschale versehen. Im Bild, ich weiß nicht, ob Ihnen jetzt der Unterschied auffällt, Sie sehen hier noch den vollen Querschnitt im linken Bild aufgefahren. Das ist natürlich nicht der Querschnitt, mit dem wir später in der Betriebsphase zurechtkommen. Wir müssen unsere Fahrzeuge vollständig bewegen können, innerhalb auch des Kontrollbereiches vollständig, ist klar. Und daher wählen wir keinen kreisrunden Querschnitt, sondern bauen auch Straßen, die wir natürlich entsprechend nutzen können. Das ist jetzt derselbe Raum, den Sie sehen auf der linken und auf der rechten Bildseite nach Einbau der Innenschale und nach Einbau der entsprechenden Zuwegungen innerhalb des Kontrollbereiches zu den jeweiligen Räumen. Hier sehen Sie mal, wie aufwendig so ein Einbau der Innenschale ist. Sie sehen auf der linken Bildhälfte, dass wir schon im hinteren Bereich der Strecke die Innenschale eingebaut haben und im von uns aus gesehen vorderen Bereich bringen unsere Kollegen eine Bewehrung ein. Je nachdem, wo wir uns befinden, wie aufwendig das ist, müssen wir Stabstahlbewehrung nehmen. Das heißt, wir nehmen einzelne Einzelstäbe und verweben die miteinander, sodass sie eine enge Verzahnung bilden und wir so praktisch eine Bewehrung als Grundlage haben zum Aufbau des jeweiligen Körpers. Sie sehen übrigens hinten auch bei den beiden Kollegen im Hintergrund die Straße, von der ich erzählt habe, also die Zuwegungen, die Strecken, die wir jeweils natürlich vollständig benötigen nach dem Einbau der Innenschalen. Hier sind wir schon so weit vorangekommen. Ist natürlich klar, wir brauchen auch die Zuwegung für den Maschinenpark, um den Einbau der Innenschalen voranzutreiben. Vergleichbares sehen Sie auch auf der rechten Seite. Hier sehen Sie noch gut die Stabstahlbewehrung, wie sie auf die Wand aufgebracht ist. Und auch da wird der Einbau der Innenschalen fortgetrieben. Gerade war ich am Waschplatz, links in dem Bild erkennbar am Stummel. Jetzt sind wir im Bereich der Werkstatt. Das ist, Sie sehen es eingekreist, in welchem Raumbereich wir uns da befinden. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, wir befinden uns tatsächlich überall im Grubengebäude, damit dass wir diese Innenschalen einbauen innerhalb des zukünftigen Kontrollbereiches. Das machen wir auch in den zukünftigen Räumen der Versatzaufbereitung. Die Versatzaufbereitung ist verbunden zwischen der zweiten und der dritten Sohle mit einem Bunker. Und Sie sehen da oben dieses auf der linken Seite dieses Holzgestell. Dieses Holzgestell ist praktisch für ein Mannloch, also ein Rettungsloch. Aber was Sie auch erkennen, ist an der oberen Bildkante Maschendraht. Und dieser Maschendraht ist praktisch der Bunker in den oberen Raumbereichen. Das Bild rechts erkennen Sie diesen orangefarbenen Kreis, wo wir uns räumlich befinden. Also auch hier sind wir vollständig dabei, die Innenschalen einzubauen. Die Bilder, die Sie hier alle gesehen haben vom Einbau der Innenschalen, sind alles erfolgreiche Fortschritte aus dem Jahr 2021. Wir sind wirklich so gut vorangekommen mit dem Einbau der Innenschalen, dass wir im Moment hoffen und avisieren, dass wir zum Sommer diesen Jahres, Spätsommer diesen Jahres, vollständig mit dem Einbau der Innenschalen fertig werden. Wenn ich kurz unterbrechen darf, Herr Duwe, ich glaube, wir hatten ja einen kleinen Film vorbereitet. Ja, den habe ich jetzt vermisst. Ja, sollen wir den einfach jetzt einmal einspielen? Das kann man will man gerne. Machen. Ich dachte, der wäre in der Präsentation. Aber vielen herzlichen Dank, gerne. Den Film, den Sie jetzt sehen, zeigt uns mal ein Umschale tatsächlich auf die Schlagschale werden aufbringen. Wir sehen jetzt hier dieses Spritzmodul. Wir beschicken dieses Spritzmodul mit Baustoff und Wasser und wir müssen das natürlich wie alle anderen auch, diese Schalen rund 36 Stunden nachbehandeln. Vielen Dank dafür, Herr Wimmerns. Klasse, jetzt bin ich wieder in der Präsentation. Vielen Dank. Und es ist schön laut, glaube ich, kann man sagen. Wir haben noch eine Frage direkt zu den Innenschalen. Vielleicht können wir die direkt abfrühstücken. Gerne. Nämlich, Frage in Zoom ist gekommen, welche typischen Behinderungen können auftreten, die den Fortschritt zum Beispiel der Verschalung verzögern können? Wir haben
eigentlich als mögliche Minderung ist tatsächlich vielleicht zum Beispiel die Stahllieferung, dass wir also spät mit den Berechnungen, also Sie müssen sich vorstellen, die Innenschalen werden nicht einfach dimensioniert, so getreu dem Motto, okay, dann setzen wir eine 50 cm Innenschale auf die Wand, wir nehmen eine Kuhmatte mit einem bestimmten Stahl oder Einzelstahlbewehrung mit einer bestimmten Stahlqualität, sondern wir berechnen bis zum Ende hin, dass wir sicher sind, dass wir mögliche Gebirgsbewegungen durch die Innenschale vollständig auffangen werden. Und die Schalen an sich müssen alle aneinander passen. Also es ist keine Berechnung für die 1000 Meter in einem Schwung. Das funktioniert nicht. Das wird raumweise berechnet. Und wir werden dann entsprechend, je nachdem, wie wir vor Ort vorankommen, wenn wir sehr schnell vorankommen, müssen wir natürlich die Rechenergebnisse auch schnell produzieren. Und wir brauchen immer eine gewisse Vorlaufzeit, um den Stahl als Stahl auch am Markt akquirieren zu können. Und Corona-bedingt ist es im Moment so, dass wir nicht so wie noch vor 2 Jahren beliebig auf den Stahlmarkt zugreifen können. Damit tatsächlich, oder insbesondere auch unsere Auftragnehmer, aber dadurch bedingt auch wir Probleme, aber Probleme, die uns im Moment toi 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 nicht wirklich zurückwerfen. Wir haben dann die Chance, so wenn das eintritt, dass wir in benachbarte Raumbereiche gehen und dann ich sage das nur einmal, ich will das hier nicht überstrapazieren thematisch, aber wir müssen an jede Außenschale eine Ausgleichsschicht aufbauen. Diese Ausgleichsschicht hat keine tragende Funktion. Die Ausgleichsschicht dient dazu, erstmal einen runden Körper praktisch zu formen, der für uns den Einbau der Stabstahlbewehrung ermöglicht. Also sprich, die Stäbe müssen, die sind vorgebogen und die brauchen eine Kontur, auf die wir die auflegen können. Und die bietet die Außenschalen nicht, weil die Außenschalen immer nur eine 30 cm Dicke zum Beispiel haben, die vorgegeben war und die wurde eingepasst in die aufgefahrene Kontur. War jetzt eine lange Beantwortung, aber ich will nur sagen, der Markt kann uns Schwierigkeiten bereiten, aber im Moment haben wir die Schwierigkeiten nicht, weil wir immer in Ersatzarbeiten ausweichen können. Ja, vielen Dank. Und bevor ich Sie weiterreden lasse, möchte ich noch einmal an alle den Hinweis geben, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie gerne ein Sternchen in den Chat oder das Wort Frage. Dann nehmen wir das entsprechend auf und können Sie nachher aufrufen. Dann können Sie Ihre Frage auch direkt stellen. Dann muss ich das nicht übersetzen. Dann können Sie auch direkt nachfragen, wenn Sie mit der Antwort beispielsweise nicht einverstanden sind oder noch eine Nachfrage haben. Und so kommen wir dann noch viel besser ins Gespräch. Insofern, wenn Sie Fragen haben, gerne Sternchen in den Chat einstellen oder das Wort Frage. Und dann rufen wir Sie gerne auf. Vielen Dank. Herr Duwe. Vielen herzlichen Dank. Neben dem reinen Einbau der Innenschalen haben wir natürlich auch weitere bergmännische Tätigkeiten durchzuführen. Also die Errichtung des Endlagers reduziert sich nicht nur auf die Aufhängung der krummen Nebenräume. Nein, wir haben darüber hinaus natürlich auch weitere Tätigkeiten. Hier zum Beispiel sehen Sie eine Zufahrt, die wir zum Schacht 2 doch mal insofern hergestellt haben, als dass wir einen alten Grubenraum saniert haben. Sie sehen auf der linken Belthälfte, dass wir also rechts sehen Sie Maschendraht noch hängen. Ich gehe deswegen extra auf rechts, weil das ist der erste Schritt. Sehen Sie den Maschendraht noch und auf der linken Seite sehen Sie, dass es schon vollständig verspritzt ist. Also auch hier haben wir eine Ausgleichsschicht beschaffen. Diese Grubenräume nutzen wir später auch zur Befahrung innerhalb der Bereiche. Aber, und Sie sehen auch hier keinen vollen Querschnitt aufgefahren, Sie sehen auch hier keine Innenschale in der vollen Kontur. Das sind Raumbereiche, in denen wir später keine radioaktiven Gebinde transportieren werden. Und daher ist der Anspruch von uns selbst an diese Grubenräume gestellt nicht so hoch. Ja, kommen wir zu einem wirklichen, für uns echten Highlight, einem echten Schwerpunktthema, das uns wirklich vor tolle technische Herausforderungen stellt, denen wir uns auch wirklich gerne stellen. Das ist am Schacht 2 unsere Gewerke zu beenden. Unser späteres, wirklich denke ich mal, eine der wesentlichen Punkte, die wir tatsächlich auch von der Infrastruktur beherrschen müssen, von der Auffahrung beherrschen müssen, die sehr anspruchsvoll ist, ist die Schachtförderung und die Übergabe der Gebinde am Füllort Zweite Sohle.
Hier kommen die Abfälle, die radioaktiven Abfälle, die Gebinde runter durch den Schacht 2, werden übergeben an die hier vorhandene Infrastruktur, an die Einrichtungen. Sie sehen ein Gebinde rechts. Es steht vor einem sogenannten Portalhubwagen, von dem wird es gegriffen, vom Gleiskörper, vom Plateauwagen übernommen, auf dem Transportwagen abgestellt. Der Transportwagen ist das, was Sie da an Fahrzeug erkennen. Und mit dem Transportwagen über die Einlagerungstransportstrecke, bei uns abgekürzt ETS, in das Einlagerungsfeld gefahren. Ja, und dieses Füllort, das haben wir letztes Jahr endgültig geschafft aufzufahren. Darüber sind wir sehr glücklich. Wir sind auch sehr stolz. Es hat wirklich wunderbar geklappt. Sie sehen, das ist eine echte Herausforderung, gerade auch geotechnisch eine Herausforderung gewesen, der wir uns da gestellt haben. Wir haben dieses Gewerk im April letzten Jahres zum Erfolg geführt und können nun wirklich weiter daran denken, sobald wir die Konvergenzen im Füllort soweit haben. Also diese Bewegung innerhalb des Körpers zur Ruhe gekommen ist, können wir auch hier mit der Innenschale starten. Am Schacht selber mussten wir natürlich und wollen wir auch vorankommen. Wir haben jetzt hier, auch das ist noch ein Erfolg gewesen in 2021, die Schachthalle abgerissen. Das ist immer blöd, auf etwas hinzuweisen, was man geschafft hat, was man nicht mehr sieht. Aber Sie müssen sich vorstellen, unterhalb des Fördergerüstes war hier noch die Schachthalle vorhanden. Und um jetzt etwas ganz Besonderes zu schaffen, da komme ich gleich in den nächsten Bildern drauf zu sprechen, mussten wir die Schachthalle entsprechend abreißen und eine neue Infrastruktur errichten. Die neue Infrastruktur, die wir errichten, das war für uns hier, wir nennen das alle diese minus 16 Meter Bühne, eine Fördereinrichtung innerhalb des Schachtes. Sie sehen auf der rechten Seite etwas vergrößert dargestellt auf minus 16 Meter eine Verlagerung. Die Verlagerung bildet praktisch das Podest für diese Schachtförderanlage. Und mit dieser Schachtförderanlage werden wir jetzt unsere Befahrung innerhalb des Schachtes und auch das Fahren auf die einzelnen Sohlen wieder vornehmen können. Heute war die Abnahme dieser Schachtförderanlage, sodass wir diese auch entsprechend nutzen können als Schachtförderanlage. Auf die technischen Details möchte ich jetzt weiter nicht eingehen. Und worauf ich noch kurz hinweise, ist der vorhandene Schachtkeller. Ich weise deswegen darauf hin, weil der auch im Laufe der Errichtung Konrads noch abgerissen und erneuert wird. Was Sie im Hintergrund noch erkennen, ist dieses alte Fördergerüst, auch dieses temporäre Fördergerüst muss weichen. Aber da kommen wir erst in der Rückschau 2022 zu. Hier sehen Sie nochmal praktisch wie in der Titelfolie zum Schacht eingangs dasselbe Bild. Das ist diese Verlagerung, auf der wir diese Schachtfördereinrichtung aufgeständert haben. Die haben wir jetzt hier auf minus 16 Meter praktisch auf dem Podest stehen. Ich habe das Bild extra gewählt, weil wenn man dieses Bild hier rechts alleine sieht, kann man überhaupt nicht wechseln, was das eigentlich ist. Also das, was Sie rechts sehen, das ist der Turm, der praktisch aus der gesamten Schachtfördereinrichtung minus 16 Meter aufgeständert, nach über Tage auskragt, also herauskommt, bedacht ist und damit werden wir ein paar Jahre zurechtkommen müssen. Sie sehen links mal eine Planung, wie wir die auf jeden Fall realisieren werden mit dem neuen Schachtkeller. Und wir werden ja auch, wenn der neue Schachtkeller errichtet wird, weiter unsere Schachtförderanlage nutzen können müssen. Und Sie sehen jetzt hier mal den Sachverhalt dargestellt, wie der zukünftig sich bei uns vor Ort auf jeden Fall gestalten wird. Das war ein echtes Highlight zum Jahreswechsel 2021-2022. Kommen wir zu Konrad II. Übertage. Ja, geplant hatten wir, dass wir für das Lüftergebäude den Zuschlag erteilen können am Markt, dass wir mit der Baugrube starten werden für die Umladehalle, dass wir die Bauarbeiten am Betriebshof, das erste Gebäude, mit dem wir 2021 an den Start gekommen sind, mit den Bauarbeiten möglichst weit vorankommen, das vordere Gebäude sogar fertiggestellt bekommen und dass wir mit der Grubenwässerübergabestation auch
den Baubeginn in 2021 zünden wollen. Wir sind mit allen von uns vorgenommenen Projekten auf Konrad II tatsächlich an den Start gekommen. Das freut mich wirklich ganz besonders. Jeder, der uns jetzt hier bei der Errichtung des Endlagers Konrads verfolgt, aufmerksam verfolgt, weiß, dass wir hier tatsächlich auch unsere Herausforderungen dahingehend hatten, als dass wir das Erdbeben mit berücksichtigt haben bei der Bauauslegung und wir rechnerisch natürlich immer vor gewissen Planungsschleifen stehen. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, den wir jetzt erfolgreich weitestgehend abgeschlossen haben und deswegen auch tatsächlich in die Errichtung der Gebäude kam. Das finde ich eine gute Impression, mal eine Luftaufnahme aus dem Winter diesen Jahres und also immer noch letztes Jahr. Das ist ja wichtig, dass die Rückschau auf 2021. Sie sehen aber auf der linken Bildhälfte so ein gelbes Gestell. Das ist der Baukran, den wir brauchen für die Grubenwässerübergabestation. Das ist praktisch der kleine Kasten, der gelb schimmernde Kasten, der davor liegt. Das ist eine Baugrube. Rechts dahinter ist die Baugrube des Lüftergebäudes. Und Sie sehen auch, dass wir mit dem Kran am Schacht sind. Hier sind wir dabei, die minus 16 Meter Bühne praktisch einzubauen zum Jahreswechsel. Kommen wir zuerst zur Grubenwässerübergabestation. Ja, die Grubenwässerübergabestation ist ein später recht überschaubares Bauwerk. Das ist 34 mal 10 Meter. Und das Besondere an dieser Grubenwässerübergabestation ist, dass wir hier mit 6 Meter in der Erde sind. Was wir später sehen werden, das ist nur noch praktisch die Treppe, die uns von Übertage in die Grubenwässerübergabestation führt. Das ist auch der Grund, warum Sie das auf diesen ganzen Bildern, die rechts oben dargestellt, eigentlich nie wirklich ausmachen können. Die Grubenwässerübergabestation ist praktisch nahezu ein unterirdisches Bauwerk. Das ist einer der für mich, auch wenn Sie nichts weiter sehen als nur eine scheinbar langweilige Baugrube, eins für mich der Highlights gewesen letztes Jahr. Wir haben den Spatenstich für die Baugrube, für die Umladehalle einbringen können und der ist deswegen so wichtig, weil die Umladehalle später das für uns wichtigste Gebäude auf der Schachtanlage Konrad II sein wird. Hier erfolgt der vollständige Umschlag des antransportierten Gebinde in die Übernahme praktisch für die Endlagerung zum Endlager Konrad. Von der Umladehalle gibt es dann, das ist der erste Bauteil, es gibt noch einen zweiten und einen dritten Bauteil, der grenzt dann an die Schachthalle und damit an den Schacht. Also damit ist die Umladehalle für uns eins der größten, der wichtigsten Bauwerke überhaupt auf der übertägigen Gebäude Schachtanlage Konrad II. Sie sehen oben rechts an dem Bild, wie es später mal aussehen soll, sehen Sie den Turm, das ist das große Eckige und dahinter nach oben rechts praktisch weggehend das lange Gebäude und dieses lange Gebäude mit einer Länge von 160 Meter ist unsere Umladehalle später. Wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass wir mit der Baugrube hier an den Start kamen. Dann haben wir den Betriebshof, das ist oben rechts in dem Bild, das sind die beiden hinteren Gebäude. Da haben wir einmal das Gebäude für die Ersatzfördermittel, aber auch für die Unterstellung des Seitenstapelfahrzeugs. Das Seitenstapelfahrzeug wird eingesetzt zur Stapelung der Gebinde in der Pufferhalle. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall ist das ein sehr großes Fahrzeug, das wir in zweifacher Ausfertigung haben. Eins ist immer in der Pufferhalle zugegen und eins stellen wir hier ab. Hier wird es auch aufgeladen, hier werden die Akkus auch aufgeladen. Also dazu brauchen wir das für die Ersatzfördermittel. Zudem liegen hier die Ersatzfördermittel, die wir brauchen, am Schacht. Das zweite Gebäude ist die Werkstatt mit dem Lokschuppen. Auch auf Konrad II sehen wir übertägig eine kleine Werkstatt vor. Wir hatten nicht die Dimension wie die auf Konrad I, ist aber auch zweitrangig. Wir sind bei beiden Übertage und beide praktisch außerhalb des Kontrollbereichs. Es sind beide ein Überwachungsbereich-Gebäude, also konventionelle Gebäude. Und insofern haben wir auch zum Beispiel mit Maschinen, Werkzeugen und Ähnlichem, was zum Einsatz kommt bei dem einen oder bei dem anderen, überhaupt keine Probleme. Die können entsprechend natürlich beliebig ausgetauscht werden. Was hier noch reinkommt, ist unsere Ersatzrangierlok. Auch die haben wir redundant ausgeführt. Und dieses Gebäude ist genau dafür vorgesehen.
So, bevor wir weitermachen, jetzt auf den, Herr Dube, genau, wollte ich gerade sagen. Einmal, danke, ja, super. Ich habe eine Frage und die passt nicht so gut zum Ausblick, sondern passt super zu dem, was Sie gerade vorgetragen haben. Und zwar fragt Johann Gauss auf YouTube zum Schacht 2. Er hätte im Internet gelesen, dass in der Höhe oder Tiefe von 400 Metern täglich 50.400 Liter Wasser in den Schacht reinliefen. Ob das wahr sei? Also die Zahl ist mir nicht bekannt und ich denke nicht, dass die BGE die Quelle ist für diese Zahl. Aber ich will, wer will man es, wenn Sie es besser wissen, sagen Sie es. Ich weiß es nicht. Wir sind nicht die Quelle dafür, also, das ist richtig. Aber es sei mal dahingestellt, wir haben selbstverständlich einen Grundwasserzufluss. Wir gelten mit den geringen Mengen an Grundwasserzufluss als extrem trockenes Bergwerk. Das ist einfach tatsächlich so. Aber der Grundwasserzufluss, der ist vorhanden und den wollen wir auch gar nicht negieren. Das ist korrekt. Wir sammeln das Grubenwasser, wir nutzen das Grubenwasser, Entschuldigung, wir sammeln das zufließende Wasser für den Straßenbau untertägig. Wir brauchen es, ich sagte eingangs schon zwischendurch an irgendeiner Stelle, dass wir sehr viel Erzstaub haben und damit auch tatsächlich unsere Wege befeuchten. Sonst haben wir eine permanente Staubentwicklung, also es gehört tatsächlich zu unseren Pflichten und da nutzt das Wasser uns, alles andere wäre ja nicht besonders pfiffig. Aber einen Zufluss haben wir ja. Ich würde da gerne noch mal ergänzen, Herr Wilmanns. Es ist ja so, dass wir, das Endlager ist ja total trocken, deswegen ist es ja als solches ausgesucht worden. Der Einlagerungsbereich ist total trocken, die Infrastruktur ist total trocken, liegt an der dicken Tonschicht über dem Einlagerungshorizont. Aber mit den Schächten gehen wir ja durch die wasserführenden Grundwasserschichten durch, die über dem Ton sind. Die haben also mit dem Endlagersystem nichts zu tun, die sind da drüber, aber da müssen wir mit dem Schacht durch. Und an diesen Stellen, wo wir die, das sind ja im Wesentlichen Sandsteinschichten, an diesen Stellen, wo die Schächte, die Sandsteinschichten penetrieren, weit oberhalb des Endlagers, dort tritt in den nicht wasserdichten Ausbausystem des Schachtes, in das Ziegelmauerwerk, dort tritt Wasser ein, das wir in Träufelrinnen auffangen und ableiten und dann zutage heben. Und das sind einige Kubikmeter in der Woche, aber sicherlich nicht. Was hatten Sie für eine Zahl genannt, Herr Willmanns? 50.400 Liter am Tag. 50 Kubikmeter. Das wären 50 Kubikmeter am Tag. Nein, das ist es nicht. Das ist viel weniger. Aber wie gesagt, das Wasser, nur damit es klar ist, das Wasser tritt in die Schächte im Bereich der Grundwasserhorizonte zu, oberhalb des Endlagersystems, also oberhalb des Einlagerungsbereiches und oberhalb der Barriere. Dort oberhalb im Grundwasserhorizont sind die Schichten angeschnitten durch den Schacht und dort tritt auch Wasser zu, das wir natürlich ausfördern. Und dafür bauen wir auch die Grubenwasserübergabestation. Ja, vielen Dank für die Vielleicht will ich die Zahl einordnen. Es kann sein, dass Sie die Pumpkapazität der Grubenwasserübergabestation hier zitieren. Das weiß ich nicht. Das könnte die Zahl sein. Aber es ist natürlich klar, dass die Pumpkapazität wesentlich höher ist als das, was zutritt. Deswegen, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt. Vielleicht können Sie mal nachfragen bei demjenigen, der die Frage gestellt hat, wo die Zahl herkommt. So kommen wir sicherlich gleich rein. Vielen Dank. Ja, ich kann noch ergänzen, ist wirklich nichts Besonderes. Haben wir im Endlager Morsleben beispielsweise gleichermaßen. Wir haben Schacht, der geht durch grundwasserführende Schichten. Und im Schacht sind dann aus Metall so, ja, wie Dachrinnen, könnte man sagen. Sieht ein bisschen anders aus, aber so ähnlich. Und dort wird das Wasser aufgefangen, abgeleitet, gefasst und dann regelmäßig wieder noch über Tage transportiert. Ist also im Bergbau, dort, wo man grundwasserführende Schichten im Schacht durchbricht, quasi nichts Besonderes. Und hat ja, wie ausgeführt, nichts mit dem eigentlichen Endlager und den Orten zu tun, wo die Abfälle dann am Ende eingelagert werden. Wenn das Endlager mal voll ist, werden die Schächte ja auch verfüllt. Das ist total wichtig, weil wir natürlich diesen offenen Zugang von uns hier oben zu den Abfällen dort unten voneinander trennen müssen. Und damit hat dann auch das Wasser keinen Weg mehr, von den grundwasserführenden Schichten in das eigentliche Endlager vorzudringen. Ich habe noch ein paar weitere Fragen. Und zwar eine Frage von Wumms. Gab es für den Standort Konrad eigentlich ein Auswahlverfahren oder ist das auch politisch entschieden worden? Und bevor wir die Frage beantworten, will ich nochmal dazu aufrufen, Sie können die Fragen auch gerne einfach
direkt im Video stellen. Dann müssen Sie nicht schreiben und wir können direkt in die Interaktion. Wenn Sie das möchten, laden wir Sie, wie gesagt, gerne dazu ein. Stellen Sie ein Sternchen in den Chat oder eine Frage und wir rufen Sie dann direkt auf. Dann können Sie Ihre Frage unmittelbar direkt stellen. So, jetzt die Frage, Auswahlverfahren, Standort Konrad. Ist das auch politisch entschieden worden oder gab es ein Auswahlverfahren? Also ich denke mal, es ist eher eine politisch orientierte Frage und das würde ich dann natürlich gerne an die Geschäftsführung weitergeben. Ja, also ich würde dazu wie folgt Stellung nehmen. Es gab selbstverständlich ein Auswahlverfahren insofern, dass von den Bergwerken, die man kennt, Konrad immer ein außergewöhnlich trockenes Bergwerk war. Und das ist der Grund, warum Konrad auch gewählt wurde. Diese Situation mit dem Erz, das überlagert ist von dem Ton, die ist schon ungewöhnlich und zwar ungewöhnlich trocken. Wie gesagt, Sie sind ja alle herzlich eingeladen, auch unser Bergwerk zu besichtigen. Wenn man das Bergwerk besichtigt, bekommt man ja die trockene Hitze mit. Man bekommt den Staub mit, man sieht, wie trocken das Bergwerk ist. Und das Auswahlverfahren bestand dann eben insofern darin, dass man geguckt hat, wo gibt es ein trockenes Bergwerk. Und das Bergwerk Konrad hat sich als solches angeboten. Und dann wurde dieses sozusagen sehr trockene Bergwerk wurde dann in die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen eingetragen und 1982 in das Planfeststellungsverfahren eingeschleust. Das ist das Verfahren, mit dem der Standort Konrad sozusagen geplant wurde und mit dem das Endlagersystem Konrad geplant und genehmigt wurde. Ein Auswahlverfahren wie für das hochradioaktive Endlager, dass er eine ganz andere Anforderung hat, weil dort der Abfall beispielsweise wärmeentwickelt ist. Auf Konrad ist der Abfall ja nicht wärmeentwickelt und deswegen wird das Gebirge nicht so gestresst. Also ein Auswahlverfahren, ein Standortauswahlverfahren, wie es für den hochradioaktiven Abfall vorgesehen ist, für den wärmeentwickelnden Abfall, solch ein Standortauswahlverfahren hat es für Konrad nicht gegeben. Vielen Dank für die Antwort. Wir haben eine Frage, die sehr zukunftsorientiert. Da geht es um die Anlieferung der Abfallbehälter. Die würden wir mal zurückstellen. Wir haben die nicht vergessen. Wir nehmen die noch dran. Machen wir aber vielleicht nach dem Ausblick auf das Jahr 2022, weil das dann sehr zukunftsorientiert ist. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema. Warum werden im Schacht in den wasserführenden Schichten keine Tübbinge eingebaut? Vielleicht müsste einer von Ihnen erstmal erklären, was Tübbinge sind. Ja, ich habe ja irgendwie, für mich ist ja das Thema Schächte fast schon auch eine Art Hobby geworden, weil wir uns in allen Endlägern intensiv mit den Schächten befassen. Wir werden ja in der Asse einen neuen Schacht bauen, wir werden den alten Schacht Asse 2 umbauen, wir werden den Schacht Marie in Morsleben umbauen, wir haben den Schacht Wartensleben umgebaut und wir bauen die beiden Schächte Konrad um. Deswegen ist Endlagerbergbau auch immer oder Endlagerprojekte sind immer zu einem wesentlichen Teil auch Schachtumbauprojekte. Woran liegt das eigentlich? Das liegt daran, dass der Schacht eben als die Verbindung der Biosphäre mit der Geosphäre besonders sorgfältig bearbeitet werden muss, dass wir hier sicherstellen müssen, dass wir erstens so wenig Schächte wie möglich haben, damit wir so wenig sozusagen Störungen im Endlagersystem haben und dass wir die dann sicher verschließen und dass wir für den Betrieb des Endlagers, für die 40, 50 Jahre Betriebszeit des Endlagers auch eine besonders hohe Sicherheit, Betriebssicherheit gewährleisten. Deswegen werden ja die Schachtförderanlagen des Eisenerzbergwerkes ausgebaut und durch Schachtförderanlagen, die für ein Endlager angepasst sind, auch oder werden dadurch ersetzt und wir wechseln die Schachtförderanlagen aus. Genauso wie auf der Asse, genauso wie auf Morsleben. Also das gehört einfach zu jedem Endlagerprojekt dazu, dass wir besonders sichere Schachtförderanlagen einbauen und dass wir uns um die Schächte besonders kümmern. Warum bauen wir jetzt keine Tübbinge ein? Zunächst mal, was ist ein Tübbing? Ein Tübbing ist ein Ring aus Stahlelementen, Stahlsegmente, die aneinander geschraubt werden und mit denen ein Stahlmantel in den Schacht eingebaut wird, der den Schachthohlraum von den Gebirgsschichten dicht abtrennt, auch gegen Grundwasserzuflüsse. Und diese Tübbinge baut man ein, wenn man den Schacht täuft. Wenn man das nicht macht, so wie das hier auf Konrad passiert ist, und will die nachträglich da reinfrickeln, dann ist das schwer möglich bis gar nicht möglich, weil die dann ja in den inneren Querschnitt reinkommen. Dadurch wird der Querschnitt, den wir ja zum sicheren Transport der Endlagergewinde brauchen,
Dadurch wird dieser Querschnitt eingeschränkt. Außerdem kommen Sie auch in statische Probleme rein, weil Sie kein kontinuierliches Ausbausystem mehr haben, wo praktisch ein Stein auf dem anderen steht, sondern Sie haben zum Teil Steine, dann haben Sie, hätten Sie diese Stahlringe, die dann praktisch in der Luft hängen, darunter haben Sie wieder Ziegelsteine. Also deswegen, weil das nicht aus einem Guss ist und weil es den Querschnitt einengt, deswegen machen wir dieses nachträgliche Einbauen von Tübbingen nicht. Das ist auch sehr unüblich, das wird nicht gemacht, das ist keine Standardtechnologie. Und man muss dann dazu sagen, der Horizont der Wasserführende, also hier zum Beispiel der Hilfsandstein, der müsste über die gesamte Teufe erfasst werden. Und zudem muss natürlich die Abdichtung innerhalb des Schachtes, nutzt gar nichts. Die Abdichtung muss nach außen hin erfolgen. Also wie Herr Dr. Lautsch erklärt hat, er muss praktisch zum umgebenden Gebirge vollständig abschließend sein. Nur dann macht es Sinn. Also innen eine Tübbing-Reihe zu setzen auf der Höhe des Horizontes ist nicht pfiffig, weil ansonsten über den Ringraum praktisch die Flüssigkeit weiterlaufen würde. Also man hätte nicht wirklich was gewonnen. Okay, vielen Dank für die Antworten und Erläuterungen dazu. Wir haben im Chat auf YouTube noch eine Diskussion zu dem Thema Wasserzufluss. Da stehen ganz große Zahlen, 5 Milliarden Kubikmeter, die im Nachweiszeitraum in Konrad reinfließen. Ich glaube, ich möchte das mal so zusammenfassen, das ist nicht korrekt. Und wenn das so wäre, dann wäre dieses Endlager auch nicht genehmigt worden von der Genehmigungsbehörde. Es ist ja nicht so, dass sich das einige Menschen ausgedacht haben und das dann einfach so gemacht wird, sondern es gab dort eine langwierige Planungsphase und eine langwierige Genehmigungsphase, in der all diese Planungen, die jetzt in die Tat umgesetzt werden, intensivst geprüft worden sind. Und auch jetzt, nach der Genehmigung, gibt es natürlich eine Aufsicht oder Aufsichtsbehörden, die das Ganze überprüfen, sowohl nach Bergrecht als auch nach Atomrecht. Und es ist nicht so, dass in Deutschland ein Endlager genehmigt oder betrieben werden könnte, wenn dort 5 Milliarden Kubikmeter Wasser hereinfließen könnten. Diese Zahlen sind so einfach nicht korrekt. So, ich sehe gerade keine weitere... Ich würde da gerne noch mehr ergänzen beim Thema Wasser. Das Thema Wasser ist ja ein ganz besonders wichtiges. Und ich möchte dazu noch Stellung nehmen, weil ja die Fragestellung, wie stellen wir sicher, dass das Wasser kein Transportmedium für die Schadstoffe ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage in der öffentlichen Diskussion. Und wenn gesagt wird, Wasser im Endlager, da muss man auch bitte unterscheiden. Zum einen haben wir dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, dass wir in den Schächten ja die Grundwasserleiter anschneiden und dadurch in den Schächten auch Wasser eintritt, wenn sie denn nicht wasserdicht ausgebaut sind. Und Konrad ist nicht wasserdicht ausgebaut, es tritt also Wasser ein. Das führen wir in den von Ihnen genannten Regenrinnen, wir nennen das ja Teufelrinnen, wird das gefangen und abgeführt. Und dieses Wasser sieht man. Das sind Tropfen, das sind kleine Rinnsäle, also das Wasser kann man sehen. Dann gibt es noch ein anderes Wasser, das sogenannte Porenwasser. Das basiert auf der Annahme, dass im Laufe der Tausenden von Jahren nach der Stilllegung des Endlagers, wenn also wieder die Grundwasserschichten dicht abgeschlossen sind von den Einlagerungsschichten, dass das Porenvolumen in den Einlagerungsschichten sich mit tiefem Grundwasser füllt, das dann also mit Porenwasser füllt, mit kapillaren Wasser. Das ist Wasser, das man nicht sieht. Das ist im Grunde genommen Feuchtigkeit. Und dass dieses Wasser dann in Transportmodellen über 10 und Hunderttausende von Jahren sich bewegt. Und dass diese Modellierung dieses Phänomens, das Porenwasser, sich über 10 und Hunderttausende von Jahren ganz langsam im Gebirge bewegt, das ist ja kein strömendes Wasser, das kann man nicht sehen. Also das ist eine Modellvorstellung. Und diese Modellvorstellung, das sind natürlich größere Mengen an Kubikmetern. Ich weiß jetzt nicht, ob es Millionen, Milliarden, Tausende sind, habe ich keine Ahnung. Aber das ist sozusagen Feuchtigkeit, die im Laufe von 10.000, 100.000 von Jahren sozusagen migriert. Und da basiert eben sozusagen der Langzeitsicherheitsnachweis daraus, dass der Tondeckel groß genug ist, dass auch eine solch sich ausdehnende Feuchtigkeit in 1.000 Meter Tiefe, dass die nicht vor einer Million Jahre oder in dem Fall der 300.000 Jahre praktisch an dem Tondeckel vorbeikommen kann. Das ist in dem Sinne kein Wasser. Also da muss man sich von der Vorstellung lösen, dass hier ein Wasserstrom, ein Schwall
in das Bergwerk reingeht. Das kann ja gar nicht sein. Es wird ja vollständig zubetoniert. Wenn die Abfälle drin sind und wenn der Betrieb zu Ende ist, wird das Bergwerk vollständig verschlossen. Es bleibt kein Hohlraum offen. Alle Hohlräume werden zubetoniert. Und trotzdem gibt es natürlich im Mikrometermaßstab Poren, die sich im Laufe von Tausenden von Jahren mit Wasser füllen. Das ist die Feuchtigkeit, die dann die Grundlage des Transportmodells und der Sicherheitsbetrachtung sind. Okay, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja Herrn Duwe unterbrochen und haben ja noch die Zukunft vor uns mit dem Ausblick auf das Jahr 2022. Vielleicht machen wir damit weiter und kommen dann auch zu der zukunftsorientierten Frage zu den Abfallbehältern. Ja, danke, Wilmanns. Also die eine Frage davon weggenommen zur Abrufen, Einlagerungslogistik, ist 2022 auch noch nicht der Zeitraum, aber wir kommen näher dran. Prima. Ja, wir starten das Jahr 2022 mit der Vorausschau auf das, was wir auf Konrad 1 vorhaben, als Highlight. Als Highlight, Sie sehen mal in der mittleren Darstellung das Abtolfgerüst von 1958. Wir haben inzwischen 2022 und dieses Abtolfgerüst, das seinerzeit wirklich verwendet wurde, ist das Gerüst, was wir jetzt noch als Führungsgerüst im Schacht 1 eingebaut haben. Dieses, können Sie sich vorstellen, hat seine beste Zeit hinter sich. Wir werden es austauschen müssen. Und das ist eine der Highlights, die wir in diesem Jahr tatsächlich vorhaben. Und der Zeitraum, dadurch, dass das ein Führungsgerüst ist, Sie sehen auch die Größe, die zieht sich bis in die Schachthalle rein. Und da praktisch auf der Nullniveauhöhe endet es praktisch ein riesengroßes Stahlgerüst mit über 300 Tonnen, müssen wir ausbauen und durch ein neues ersetzen. Wir rechnen mit einem Zeitraum von circa 4, 5, 6 Monaten da für diese Aktion. Für den Fall, dass mich nächstes Jahr einer daran messen sollte, nach dem Motto, Mensch, das haben Sie doch aber vorausgesagt für 2022. Wir haben im Moment noch eine Überlegung, ob wir das etwas nach hinten schieben, diesen Austausch des Führungsgerüstes, weil wir eine neue Variante betrachten, die das Ganze vielleicht etwas beschleunigen könnte, aber auf jeden Fall von der Winterzeit vielleicht in die Sommerzeit schieben, was für uns in Bezug auf diese Übertaking an der frischen Luft durchzuführenden Tätigkeiten von Vorteil ist. Aber so oder so ist eine Frage des Zeitpunkts, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr den Führungsgerüstwechsel haben wir so oder so vor uns. Auf der Schachtanlage Konrad II, ich erwähnte es gerade, ich bin wirklich zufrieden, dass wir an den Start gekommen sind und Sie sehen es, für 2022 haben wir einiges vor. Wir wollen mit dem Lüftergebäude an sich in einen Baustart kommen, das haben wir vor zur Mitte dieses Jahres. Wir wollen die Vergabe der Umladehalle, das ist dieses große Blaue, von dem ich erzählte, dass wir einen Spatenstich für die Baugrube erledigt haben, in 2022 starten und auch mit der Pufferhalle, das ist, wo da hinten rechts Pufferhalle steht, mit dem kleinen Pfeil, da wollen wir auch mit am Baustart kommen. Das sind alles die Themen, wo wir tatsächlich diesen Jahres auf jeden Fall in die Ausführung kommen wollen, also nicht nur in die Baugrube an sich, sondern auch in die Gebäudestruktur. Das, wo steht Grubenwö, das ist die Grubenwässerübergabestation. Ich sagte ja, die ist als Gebäude eigentlich überhaupt nicht zu erkennen, weil es ein hauptsächlich untertägiges Bauwerk ist. Da wollen wir im Sommer diesen Jahres beendet haben, die Baudurchführung oder die Bauausführung und den Betriebshof hinten, dieses konventionelle Gebäudeteil, also diese zwei einzelnen Gebäude, wollen wir auch Mitte diesen Jahres über die Ziellinie bringen. Also Sie sehen auf Konrad II, da wo wir wirklich noch vor großen Herausforderungen stehen, die wir aber, denke ich, meistern werden, werden wir dieses Jahr einen großen Schritt nach vorne machen. Vielleicht können wir noch, Entschuldigung, einmal eine Folie zurückgehen, weil da passt diese Frage so perfekt zu. Könnten Sie bitte die Anlieferung der Gebinde und deren Sortierung auf K2 erläutern anhand einer Lagekarte? Und im Endeffekt haben wir uns ja gerade so etwas wie eine Lagekarte angeguckt. Vielleicht können Sie einmal, Herr Duwe, zeigen, wo da die Abfälle ankommen und wo sie dann weiter verarbeitet werden, bis sie dann nach Untertage verbracht werden. Gerne. Ich weiß nicht, ob man meine Folie, jawohl, Folie kann man erkennen. Sie sehen unten links das grüne Gebäude. Das ist die Wache. An der Wache vorbeiführend sind Gleise. Diese Gleise sind, oder auf diesen Gleisen erfolgt die Anlieferung der Gebinde über den Gleisanschluss.
Die Gleise führen in die Umladehalle. Ich habe jetzt leider keinen Pointer, sonst würde ich Ihnen sagen, dass Sie sehen in der Umladehalle dieses etwas erhöhte Teil des Gebäudes. Da praktisch läuft der Gleiskörper drunter. In der großen Freifläche der Umladehalle, das ist der Teil, der von hier aus gesehen etwas niedriger ist, haben wir die Flurförderanlage. Das ist eine schienengebundene Anlage, wo wir die Gebinde auf schienengeführten Plateauwagen bewegen. Wir werden die Gebinde, so wie wir sie praktisch untertägig benötigen, rein logistisch, je nach Anlieferung, praktisch in der Umladehalle über die Flurförderanlage zusammenstellen können zum Transport nach Untertage. Die Lkw-Anlieferung erfolgt an der Wache vorbeifahrend. Sie sehen rechts an dem grünen Gebäude praktische Straße. Dieser Straße folgend wird der Lkw-Verkehr praktisch von der anderen Seite in die Umladehalle reingeführt. Und da gibt es noch extra eine Trocknungsanlage, also für den Fall, dass die LKWs nass ankommen, werden die getrocknet, bevor sie praktisch in die Umladehalle an sich reinfahren. Und von da aus, praktisch genauso wie wir es gerade erklärt haben, vom Zug aus erfolgt die Übernahme der Gebinde. Was ich noch nicht gesagt habe, wir haben da Krane. Die Krane heben die Gebinde ab von den jeweiligen Transportfahrzeugen, also entweder Zug oder Lkw, und schlagen die um auf die Plateauwagen, von denen ich gerade sprach. Die Plateauwagen haben eine direkte Zuführung über die Flurförderanlage, also über die schienengebundene Anlage zum Schacht. Was wir noch haben, ist rechts diese Pufferhalle. Mich hat auch schon manchmal der Irrglaube erreicht, dass die Pufferhalle wirklich für uns ein Puffer darstellt, nach dem Motto, wir haben ja ein zweites Zwischenlager, wo wir wirklich Gebinde zwischenlagern können. Das ist nicht die Idee. Die Pufferhalle dient einem ganz anderen Zweck. Die Pufferhalle dient dem Zweck, dass wenn wir, warum auch immer, ein Aussetzen haben der Schachtförderanlage, so schicken wir keinen mit antransportierten Gebinden zurück. Wir nehmen alle Gebinde an und es ist vorgesehen, dass wir in der Pufferhalle 3 Tagescharge an Gebinden, die sich gerade in der Zulieferung für die Schachtanlage Konrad, Endlager Konrad befinden, praktisch in der Pufferhalle einstellen können und Sondergebinde, die wir nicht spontan und nicht sofort nach Untertage bringen wollen, sondern auf eine separate Charge warten, die werden wir auch in der Pufferhalle zwischenstellen. Das ist also kein Zwischenlager, so wie man irrtümlich an der einen oder anderen Stelle denken könnte. Ist das okay so, Herr Wimmanns? Ja, vielen Dank. Wir sind ein bisschen über die Zeit, insofern ist die Bitte für die restlichen Folien, wenn es geht, geben Sie ein bisschen Gas. So machen wir das. Ist gewohnt. Prima. Okay, dann komme ich auf die nächste Folie. Einer der Highlights ist tatsächlich, dass wir den Förderturm Schachtkeller, dass wir die Schachtförderanlage insgesamt auf Konrad II an den Start bringen. Die Unterlagen sind jetzt soweit erstellt von Seiten unserer Auftragnehmer. Wir prüfen die gerade BGE intern und geben die dann weiter an die Bergaufsicht. Und da wollen wir hoffen, dass die genauso positiv beschieden werden wie bei uns im Hause. Ansonsten würden wir unser Haus auch nicht verlassen, muss man klar dazu sagen. Wir werfen sehr, sehr kritisch und wir beäugen die Unterlagen sehr kritisch, prüfen sie sehr intensiv, bevor es da weitergeht. Herr Wimmanns, ich folge Ihrem Wunsch sehr gerne, deswegen fasse ich mich kurz. Der Förderturm, den Sie sehen, das ist hier das Stahlgerüst, das Gebäude auf der rechten Seite. Das hat eine Gesamtmasse verbauten Stahl nachher mit rund 1200 Tonnen. Allein nur der Förderturm. In der Summe werden wir Lasten abzutragen haben von rund 4000 Tonnen in der Summe. Der Keller, der Schachtkeller, das ist der untere Teil praktisch, auf den Sie den Turm stehen sehen. Den müssen wir dieses Jahr den alten abreißen. Deswegen hatte ich gerade an anderer Stelle mal kurz darauf aufmerksam gemacht. Das ist der alte Schachtkeller an dieser Zeichnung. Den werden wir dieses Jahr entfernen. Und wir wollen zum Ende des Jahres, im November haben wir es vorgesehen, an den Start kommen mit der Errichtung des neuen Schachtkellers auf Konrad II, unserem berühmten Nadelöhr. Ja, neben den ganzen Gebäuden haben wir noch ganz viele Infrastruktur in der Planung, in der Fertigung. Den Plateauwagen haben wir abgeschlossen, Seitenstapelfahrzeug, den wir in der Pufferhalle einsetzen, sind wir auch in der Fertigung. Schachtförderanlage hatte ich gerade erwähnt, wo wir da stehen. Stapelfahrzeug, Portalhubwagen, Versatztransportfahrzeug und Spritzmanipulatorfahrzeug sind alles Fahrzeuge, die wir praktisch untertägig einsetzen werden, wobei wir beim Stapelfahrzeug, Portalhubwagen und Transportwagen bereits mit der Fertigung begonnen haben. Und wir hoffen, dass wir uns jetzt in den letzten Prüfungszyklen für das Versatztransportfahrzeug
und für das Spritzmanipulatorfahrzeug befinden. Ich fasse es zusammen. Auf Konrad 1 wollen wir die Fertigung der Fördermaschine beenden. Das ist uns soweit jetzt gelungen. Wir sind schon dabei mit dem Einbau. Dann wollen wir die Gebäude erfolgreich zum Abschluss bringen. Ich erwähnte das ganz am Anfang. Das war die Wache, die Heizzentrale und die Werkstatt. Auch das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen. Und wir wollen auf Konrad 1 mit dem Führungsgerüstwechsel starten. Gegebenenfalls schieben wir das aus genannten Gründen um ein Jahr. Das heißt, wir haben vielleicht eine Optimierung vor, aber dazu beim nächsten Mal später. Im Schacht 2 haben wir die Inbetriebnahme der -16-Meter-Bühne heute erfolgreich absolviert. Darüber freue ich mich außerordentlich. Und beim Konrad 2 Abschlussvergabeverfahren haben wir gesagt, wollen wir zum Lüftergebäude, Umladehalle, Puffhalle und TGA fertig werden. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir wollen mit dem Bau der genannten Gebäude starten. Wir werden mit der Planung des Förderturms zum Abschluss kommen und wir errichten den neuen Schachtkeller. Und werden, und das sagte ich, ich habe das hier einmal nur kurz separat für mich erwähnt, wir wollen den Einbau der Innenschalen in der Versatzaufbereitung zum Abschluss bringen. Und wenn ich jetzt richtig alles in Erinnerung habe, kommt die Abschlussfolie. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das ging ja in der Tat ganz fix. Herr Willmanns, wie kann ich Ihnen widerstehen an der Stelle? Ja, danke, danke. Wir müssen Tacheles reden, Herr Duwe, weil ich habe eine spannende Frage auf YouTube von Dr. Miriam Schiffner. Sie fragt oder sagt erstmal, sie hätte nur ihr Bilderbuch ausgepackt, aber leider wieder keine Zahlen oder nur diffus auf der Tonspur solche gebracht. Gibt es schon einen Plan für die Kalterprobung? Beginn, Ende, Ablauf? Fragezeichen. Ja, den gibt es. Wir haben die Erprobung in drei Phasen. Jede Komponente wird für sich erprobt. Das nennen wir Inbetriebnahme Phase A. Diese Erprobung erfolgt immer nach Fertigstellung einer Komponente, da wo sie später auch für die Inbetriebnahme vorgesehen ist, also Inbetriebnahme im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir eine Phase B, das ist die, das Zusammenspiel aller Komponenten, die wir für den Einlagerungsbetrieb später brauchen. Das heißt, wenn das Endlager vollständig errichtet ist, werden wir alle das Zusammenspiel nachweisen müssen, dass alles einwandfrei funktioniert. Die Gesamtheit aller Komponenten für den Einlagerungsbetrieb, das heißt, sie werden jetzt sukzessive alle errichtet und in Betrieb genommen, jede für sich. Und am Ende erfolgt eine vollständige Inbetriebnahme, die ist 2026 vorgesehen. Die werden wir über einen Zeitraum von mehreren Monaten gestalten. Dazu müssen wir Prüfprogramme einreichen bei unserer atomrechtlichen Aufsicht. Die Prüfprogramme, das Vorgehen muss mit denen abgestimmt sein in seiner Gesamtheit. Wir müssen die Dokumentation dafür vollständig vorliegen haben. Das sind alles so Eingangsvoraussetzungen, aber das ist der Plan, wie wir ihn vorhaben. Wir werden noch etwas dazwischen vorsehen, und zwar Komponenten, die untereinander kommunizieren und harmonieren müssen, interagieren müssen. Die werden wir als Systeme, als kleine Systeme in sich vorher schon in Betrieb nehmen. Unser Ziel ist es, dass wir so weit kommen, dass wir sagen, wenn wir diese kleinen Systeme in sich schon in Betrieb genommen haben, dass wir dann die Akzeptanz haben, auch der atomrechtlichen Aufsicht, dass wir damit die eigentliche Inbetriebnahme, das heißt nochmal das harmonische Zusammenspiel aller, praktisch vereinfachen können. 2026 Ziel. Ja, vielen Dank. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ich kann schon mal versprechen, dass wir im Vorfeld auch irgendwie viel detailliertere Veranstaltungen nur zu dem Thema anbieten werden. Gerade fokussieren wir noch ein bisschen stärker auf die Gegenwart, aber wenn wir uns dem Termin nähern, werden wir das auf jeden Fall im Detail alles gerne vorstellen. Ich lese in einem Chat, der Eröffnungstermin Konrad wäre auf das Jahr 2032 verschoben worden. Ich glaube, wir haben gerade gehört, dass das nicht korrekt ist, dass das Quatsch ist, sondern dass wir nach der aktuellen Planung beim Jahr 2027 sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage. Man würde relativ viel darüber lesen, dass die BGE noch abreißen würde. Wann soll und wann will die BGE fertig werden? Ich würde sagen, das haben wir schon beantwortet. Was war das erste? Abreißen? Genau, es geht viel um Abriss im Ausblick und wenig um Bauen. Dann habe ich da einen falschen Eindruck vermittelt. Das tut mir aufrichtig leid.
Ich hatte eher so von mir aus eine Zielstellung, dass ich natürlich insbesondere über die Aufbaumaßnahmen berichte, wo wir natürlich als Eingangsvoraussetzung für einen erfolgreichen Aufbau abreißen müssen, ist im Bereich des Schachtes, wo wir eine alte Infrastruktur tatsächlich erst beseitigen müssen, um die neue zu errichten. Eingangs erzählte ich über Konrad I, dass wir die alten Gebäude abgerissen haben, denke aber, zumindest habe ich es versucht zu vermitteln, dass wir bezogen auf den Neubau der drei Gebäude, Wache, Heizzentrale und Werkstatt, ziemlich weit gekommen sind, allein im letzten Jahr. Auch da spielt der Abriss eine vollständig untergeordnete Rolle. Okay, ja, vielen Dank nochmal für diese Klarstellung und Zusammenfassung. Ich würde übergeben als nächstes an Herrn Dr. Lautsch, der vielleicht nochmal aus seiner Perspektive zusammenfassen kann, was wir gerade gehört haben und was das für das Endlager Konrad für das nächste Jahr und darüber hinaus bedeutet. Ja, vielen Dank, Herr Willmanns. Ich glaube, es ist ja immer schwierig, alle Kommunikationsbedürfnisse mit einer Veranstaltung zu befriedigen. Natürlich haben wir heute viele Bilder gezeigt, weil ich glaube, es ist total wichtig, die Wucht der Baustelle und das Momentum, das wir haben und diesen Höhepunkt der Bautätigkeit, den wir ja in diesen Jahren erleben, also letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, das ist der Höhepunkt der Bautätigkeit, dass man das auch sozusagen mit Bildern darstellt, um es auch emotional fassen zu können und um es haptisch auch begreifen zu können. Das finde ich total wichtig. Natürlich können wir auch jede Menge Zahlen liefern und Grafiken. Das wird dann aber auch oft kritisiert als zu detailliert und nicht verständlich genug. Aber ich will gerne Zahlen nachliefern. Wir haben derzeit ca. 1000 Menschen beschäftigt mit diesem Projekt und da zähle ich zusammen unsere eigenen Mitarbeiter am Standort Konrad, unsere eigenen Mitarbeiter, also BGE-Mitarbeiter, die das Engineering und die Administration am Standort Peine machen. Ich zähle dazu unsere Partnerfirmen, die wichtige Spezialarbeiten für uns machen. Und ich zähle unsere Leute vor Ort dazu, die die Baustelle leiten und die Baustelle führen auf Konrad II, auf Konrad I und in der Grube. Also 1000 Menschen. Wir haben 241 Millionen Euro letztes Jahr Bauleistung erbracht. Und das ist ein Rekordwert. So viel hatten wir vorher noch nie gehabt. Wir haben von den 13 Gebäuden, die errichtet werden müssen im Rahmen des Projektes Konrad V, müssen wir noch bauen. Wir haben den vier Schachtförderanlagen, die wir wechseln, wenn ich Schacht 1 und Schacht 2 zusammenzähle, haben wir die südliche Konrad, also eine von den vier ist fertig, drei, vier noch, aber auf dem Weg zu den dreien haben wir wichtige Zwischenschritte absolviert und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt noch ganz, ganz viele Zahlen nennen. Aber wenn ich das zusammenfasse, ganz wichtig ist, dass wir, wenn ich jetzt auch nochmal in der Reihenfolge von Peter Duwe durch das Projekt gehe, dass wir die Gebäude über Tage Konrad I weitgehend fertig haben. Dort werden sozusagen periphere Gebäude errichtet, die zentralen Gebäude, die Fördermaschinenhäuser, das Materialwirtschaftsgebäude, die Sozialgebäude, das haben wir fertig. Die Peripherie wird jetzt in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt und der Hoch- und Tiefbau Konrad I als wesentliches Teilprojekt ist dann fertig. Die Schachtarbeiten an Konrad I, dort haben wir ja mit der südlichen Schachtförderanlage die Hälfte fertig. Wir sind jetzt dabei, die nördliche zu machen. Für den Amor der nördlichen müssen wir das Führungsgerüst wechseln. Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Baumaßnahme. Die hat Peter Duwe vorgestellt, was wir da machen werden. Und das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Schacht Konrad I noch vor uns liegen. Wenn man das zusammenfasst, haben wir den Schacht Konrad I vielleicht, also wenn wir die Gebäude zu 80% fertig haben, Konrad I, dann haben wir den Schacht zu 50-60% fertig. Jetzt gehe ich in die Grube. In der Grube haben wir alle Hohlräume fertiggestellt. Wir haben die Eingänge fertig und wir haben die Hohlräume der Infrastruktur fertig mit den dazugehörigen Außenrichtungen. Wir machen überhaupt keine Hohlräume mehr. Wir machen keinen Vorteil mehr, bis auf wenige Ausnahmen in der Peripherie. Die zentralen Hohlräume sind fertiggestellt. Und die Außenschalen sind fertiggestellt, ein Teil der Innenschalen ist fertiggestellt und mit den noch verbleibenden Innenschalen, das sind von den 14 Räumen, die mit Innenschalen ausgestattet werden, haben wir jetzt zwei fertig und müssen den Rest noch machen. Die sind aber alle angearbeitet. Der Fertigstellungsstand der Grube beträgt auch sicherlich 70%. Jetzt komme ich zu Konrad II. Konrad II ist der zeitkritische Weg und ist auch die herausforderndste Aufgabe. Und Peter Duwe hat ja erklärt, dass das letzte Jahr für uns besonders wichtig war,
weil wir im Bereich der Hoch- und Tiefbauten jetzt überall auch am Bauen sind. Das heißt, die wichtigen zentralen Gebäude, Grubenwasserübergabestation, Lüftergebäude, Umladehalle und Betriebshof, überall sind wir jetzt in verschiedenen Stadien des Baus. Das heißt, wir sind aus der Papierphase raus und in die Bauphase eingetreten. Das heißt, hier haben wir jetzt, kann man sagen, wir haben ja auch schon einige Gebäude fast fertig. Hier haben wir 20, 25, 30% des Projektes Konrad II Hoch- und Tiefbau fertig. Jetzt komme ich zur Röhre Konrad II. Hier haben wir auch schon wesentliche Arbeiten gemacht. Vor allen Dingen haben wir den Anschluss der Röhre an das Grubengebäude fertig bekommen. Wir haben ja im letzten Jahr sehr detailliert berichtet über das Füllort. Das Füllort ist ja die Verbindung Grube zu Schacht. Das ist ein ganz, ganz aufwendiges, komplexes Bauwerk gewesen, das wir über 3,5 Jahre sehr intensiv gebaut haben. Dieses Füllort ist fertig. Wir haben die alten Einbauten raus. Und wir haben jetzt die Baustelleneinrichtung so umgebaut über den Jahreswechsel, Peter Duwe hat das erklärt, dass wir die Baufreiheit haben für den endgültigen Förderturm. Und der endgültige Förderturm, den haben wir in der Planung fertig. Wir schieben ihn durch die Genehmigungslandschaft und fangen im nächsten Jahr an, diesen Förderturm aufzubauen. Das bedeutet, wir haben auch hier im Bereich des Schachtes Konrad II, der vertikalen Einrichtung Konrad II, haben wir einen Fertigstellungsgrad in der Größenordnung von 40%. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir das restliche Arbeitsprogramm auch bis 2027 abgewickelt bekommen. Und zwar bin ich deswegen optimistisch, weil wir in 2021 eine Punktlandung gemacht haben. Die Mannschaft hat gezeigt, dass die avisierten Meilensteine des Projektablaufplanes, der übrigens 8000 Positionen enthält. Wir haben 8000 Meilensteine in unserem Projektablaufplan. Und diejenigen, die im Jahr 2021 zugeordnet waren, sind weitestgehend erreicht worden. Wir haben das Budget dabei eingehalten. Wir haben keine schweren Arbeitsunfälle gehabt. Das heißt, wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 gehabt. Und das gibt mir das Vertrauen in die Mannschaft, in unsere Menschen, dass wir auch die nächsten Jahre erfolgreich abwickeln, erfolgreich gestalten werden. Und die nächsten Jahre sind geprägt durch die Baustelle Konrad II. Ich hatte ja schon gesagt, in Konrad I und in der Grube machen wir, wenn man so will, Restarbeiten. In Konrad II wird die zentrale Aufgabe darin bestehen, den neuen Turm hinzustellen, den Peter Duwe ja vorgestellt hat. Und wie gesagt, wir haben die Vorbereitung dafür gemacht, jetzt über den Jahreswechsel. Die Planung ist fertig, ich bin guter Dinge. Das ist mal zusammenfassend aus meiner Sicht das, was wir zum Stand heute sagen können und zu den vor uns liegenden Aufgaben. Vielen Dank. Und ich würde direkt den Ball weiterspielen zu Stefan Stud, unserem Vorsitzenden der Geschäftsführung. Und bevor ich das tue, noch einmal sagen, wir kommen langsam zum Ende. Aber wenn Sie noch Fragen haben, haben Sie jetzt noch die Chance, stellen Sie in den Chat ein, dann können wir Sie gleich vielleicht noch beantworten. Aber wir machen zunächst einmal weiter mit Stefan Stud. Ja, lieber Herr Willmanns, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist immer wieder eindrucksvoll. Einmal diese Reise, wie Herr Duwe sie dargestellt hat, K1 beginnend und dann tatsächlich auch die Reise durch den Schacht und in K2 wieder rauf und insbesondere auch die Entwicklungen zu sehen, die Fortschritte Jahr für Jahr. Und Dr. Thomas Lautsch hat es richtig beschrieben. Unser klares Ziel ist, die Errichtung tatsächlich in aller Konzentration weiter voranzutreiben, das Jahr 2027 zu erreichen, mit all den notwendigen Herausforderungen, die sich noch ergeben. Das ist eindrucksvoll skizziert worden. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir, auch wenn es zwischendurch hieß, es sei mehr Bilderbuch als Faktencheck, dass wir tatsächlich es bildhaft belegen können, weil das die beste Situation ist, tatsächlich auch nachzuvollziehen, was passiert. Dass diese Errichtung des Endlagers für schwache und mittelradioaktive Abfälle mit einem Einlagerungsvolumen von rund 300.000 Kubikmeter so wichtig ist, zeigen auch die Entwicklungen in ganz Deutschland, nämlich der Abbau bzw. zunächst mal das Abschalten der AKWs. Sie wissen, dass 3 der letzten 6 jetzt Ende 2021 vom Netz gegangen sind. Die letzten 3 gehen Ende nächsten Jahres vom Netz. Und ich selber, der aus Schleswig-Holstein kommt, wo 3 AKWs jetzt vom Netz sind, wir haben natürlich, glaube ich, alle gemeinsam den Wunsch, dass es auch eine Perspektive gibt, diese AKWs zurückzubauen und nicht nur ein HAW-Endlager zu haben für die hochradioaktiven Abfälle, sondern tatsächlich auch
eine Endlageroption für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, insbesondere aus diesen Abbauaktivitäten in den Bundesländern, dass es ein großes Interesse gibt aus den vielen Zwischenlegern, sei es an den AKWs, an den Landessammelstellen, die quer durch die Republik ja auch obertägig momentan zwischengelagert sind, dafür tatsächlich auch sichere Endlagermöglichkeiten zu schaffen. Insofern bin ich überzeugt, dass wir mit dem, was die Bundesgesellschaft für Endlagerung jetzt in der technischen Umsetzung realisiert, einen großen Beitrag leisten, eines der größten umweltpolitischen und Herausforderungen dieser Gesellschaft, dieser Zivilgesellschaft auch zu bewerkstelligen. Und ein jeder ist eingeladen, uns zu begleiten, uns, ich sage das bewusst, und das ist ja das, was Herr Willmanns auch immer intoniert, auch kritisch zu begleiten. Kritisch mit Fragen in dieser Veranstaltung, kritisch mit Fragen, die uns dann ganz normal über die Zeit erreichen, die wir gerne auch beantworten, wo immer Zahlen, Daten, Fakten nochmal nachgefragt werden sollen. Es gibt ja dieses schöne Stichwort Faktencheck. Den machen wir natürlich auch gerne, insbesondere auch zu den Zahlen, die heute nochmal ja auch diskutiert worden sind. Und insofern nochmal, machen Sie mit, beteiligen Sie sich. Es geht nicht ohne, dass Zivilgesellschaft uns auf diesem Weg begleitet, ohne dass Landes-, Bundes- und Regionalpolitik uns auf diesem Weg begleitet. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist beauftragt, dieses zu lösen. Aber wir brauchen Sie, wir brauchen tatsächlich uns alle an der Stelle, um eine der größten, sag mal, in den letzten Jahrzehnten genutzten Energieformen einem sicheren Ende zuzuführen. Und tatsächlich für uns, aber insbesondere für unsere Kinder und Kindeskinder, tatsächlich auch eine gute und sichere Perspektive leisten zu können. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und ich habe gerade schon gesehen, Herr Willmanns hat avisiert, dass es doch noch die ein oder andere Nachfrage gibt. Ich denke, wir alle drei, Peter Duwe, Thomas Lautsch und ich, freuen uns auf Ihre Fragen. Danke. Ja, vielen Dank. Und wir haben in der Tat jemanden, der sich beteiligen möchte und direkt eine Frage stellen möchte. Und zwar Winfried Schlack bei Zoom. Bitte schön. Wir können Sie noch nicht hören, wenn Sie sprechen. Ich weiß nicht, ob Ihr Mikrofon zu ist. So, jetzt geht's, glaube ich. Perfekt. Können Sie mich jetzt verstehen? Sehr gut. Es tut mir sehr leid. Ich habe leider keine Kamera am PC und ich bin sehr spät dazugekommen. Meine Frage geht insbesondere dahin, kann ich im Informationszentrum all die Dinge, die heute vorgestellt worden sind, im Informationszentrum erfragen oder aus irgendwelchen Broschüren erlesen, insbesondere natürlich auch, was für das Jahr 2022 geplant ist. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Das kann ich gerne beantworten. Wir haben eine ähnliche Frage auch im Chat von Herrn Benedikt, der sich bedankt für die tolle Präsentation und schreibt, als Salzgitteraner wollte er immer mal den Schacht anschauen. Sehr interessant. Gerade geht das leider alles nicht. Corona-bedingt bieten wir gerade keine Besucherbesichtigungen an allen Standorten. Was wir als Ersatzprodukt haben, und das ist vielleicht für Sie beide ganz spannend, wir haben VR-Brillen, die finden Sie in der Infostelle Konrad. Dann ziehen Sie eine Brille auf und sehen dann virtuell in der Brille in einem dreidimensionalen Raum das Endlager und können dort von Raum zu Raum springen und sich das Ganze alleine angucken oder sich auch führen lassen von den Kolleginnen und Kollegen der Infostelle Konrad und erhalten so einen ziemlich guten Eindruck, wie es über Tage aussieht, 50, 60, 80 Meter über dem Endlager, aber auch im Endlager oder im zukünftigen Endlager. Sie sehen die verschiedenen Räumlichkeiten, die verschiedenen Baustellen und bekommen so einen ganz guten Eindruck davon, wie es unter Tage gerade aussieht. Das ersetzt natürlich nicht die echte Besichtigung. Wie gesagt, die sind derzeit leider mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht möglich, aber so einen kleinen Eindruck bekommen Sie auf jeden Fall in der Infostelle Asse. Es gibt dort auch Modelle. Man kann sich angucken, wie diese Umladehalle zum Beispiel fertig aussieht, wie die Abfälle dort umgeschlagen werden. Das, was Herr Duwe Ihnen gerade vorgestellt hat. Und die Kolleginnen und Kollegen stehen dort natürlich gerne auch für Fragen zur Verfügung. Dann haben wir noch eine andere Frage, und zwar nach dem Thema Transportstudie. Die Frage ist, wann wird die Transportstudie aktualisiert werden. Bevor wir die beantworten, müssen wir wahrscheinlich vielleicht erstmal für all die, die nicht so tief im Thema drin sind, darauf schauen, was die Transportstudie überhaupt ist.
Und das würde ich an meinen Kollegen Dr. Ben Samwer übergeben. Herr Samwer leitet die Genehmigungsabteilung des Endlagers Konrad und kann diese Frage gerne beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Wirth. Die Transportstudie Konrad, bin ich schon zu hören? Entschuldigung. Sehr gut, ja. Wunderbar. Die Transportstudie Konrad befasst sich mit einem Aspekt, der nicht Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses Konrad war, nämlich der Verkehr, der die Abfallgebinde zum Endlager Konrad bringt. Man hat dabei damals sehr wohl untersucht, dass die Abfallgebinde auf dem Endlager Konrad angenommen werden können, aber der Transport zum Endlager Konrad unterliegt den normalen Transportrechtsbestimmungen, also dem Gefahrgutrecht. Die Transportstudie Konrad sollte jetzt eben in den Blick nehmen, was diese Gefahrguttransporte bedeuten und ob davon irgendwelche besonderen Gefahren für die Bevölkerung bei diesen Transporten ausgehen. Das ist damals untersucht worden und soll nochmal aktualisiert werden vor dem Hintergrund, dass die Ablieferungspflichtigen, also diejenigen, die die Abfälle an das Endlager Konrad versenden werden, immer bessere Kenntnisse über die Abfallgebinde, die sie eines Tages zu Konrad schicken werden, haben. Deshalb hat der BMUV, also das Bundesumweltministerium, sich auch entschieden, diese Aktualisierung der Transportstudie kurz vor dem tatsächlichen Einlagerungsbeginn am Endlager Konrad vorzunehmen, damit eben die Erkenntnisse von den Ablieferungspflichtigen alle berücksichtigt werden können. Das ist die Aktualisierung der Transportstudie Konrad, die noch aussteht und die vom Bundesumweltministerium ausgehen wird. Vielen Dank dafür. Wir kommen langsam zum Ende und bevor wir ganz aufhören, wollen wir Ihnen noch mal ein paar wenige Fragen stellen, um besser zu erfahren, wie es Ihnen gefallen hat. War die Veranstaltung zu lang oder zu kurz, zu einfach, zu komplex und wie hat es Ihnen insgesamt gefallen? Das sind die Fragen. Wir blenden Ihnen noch einmal die Folie ein dazu, sodass Sie dort gerne uns Feedback geben können. Wie gesagt, entweder Sie fotografieren dort den QR-Code ab mit Ihrem Handy oder Sie gehen auf www.menti.com, geben dann dort die vier Zahlen an, 4335, 3467 und dann können Sie uns Feedback geben und am Ende uns damit ein Stück weit besser machen, sodass die nächste Veranstaltungen Ihnen vielleicht noch besser gefallen. Wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns da Feedback geben. Das hilft uns sehr. Während Sie das tun, kann ich noch berichten, dass es im Chat zum Teil eine interessante Diskussion gibt über das Jahr 2032 und die dahin geht, dass vielleicht erst 2032 die ersten Abfälle eingelagert werden sollten. Ich weiß nicht, mag einer von Ihnen dazu noch was sagen zu diesem Datum? Ich höre das erste Mal. Ja, Herr Duwe. Fangen wir mal den Herrn Duwe. In der Tat, fangen wir mal da an. Ja, danke. Also wir sehen vor, in 2026 die Inbetriebnahme Phase B, das ist die sogenannte kalte Inbetriebnahme, durchzuführen. Und dem schließt sich nach einer erfolgreichen kalten Inbetriebnahme die Inbetriebnahme an mit radioaktiven Abfällen. Die nennt sich C bei uns intern und so lässt sich auch im Planfeststellungsbeschluss nachlesen. Wenn wir die Inbetriebnahme Phase C gestalten, ab 2027 oder in 2027, erfolgt damit dann auch direkt praktisch der Übergang in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Das heißt also, das, was hier zur Diskussion steht, die Zahl 2032, denke ich mal, gesetzt voraus, dass man denkt, wir bräuchten von 2026 bis 2032, um praktisch im bestimmungsgemäßen Betrieb zu gehen. Dem ist nicht so. Wir werden direkt im Anschluss an die Phase B in die Phase C übergleiten, weisen nach, dass wir auch radioaktive Gebinde handhaben können mit der gesamten Infrastruktur, also auch mit der Messtechnik, die wir vorher noch nicht in Betrieb nehmen konnten. Und daher erfolgt die Annahme praktisch ab 2027. Also da sind ja, ich würde auch gerne mal wissen,
Also ich würde es schön finden, wenn die Zahl 2032 mal durch die Quelle validiert wird. Wo kommt es her? Ich will mal einen wichtigen Grund nennen, warum 2032 nicht sein kann. Wir sind ja 2027 fertig und ich weiß nicht, was wir zwischen 27 und 32 machen sollen. Wir können nicht Däumchen drehen. Okay, ja, das war beides ganz eindeutig. Ich weiß nicht, Herr Stuth, wollen Sie auch noch? Nein, nein, ist alles gesagt. Danke. Okay, ja, danke. Dann noch einmal die Frage, ob es noch Fragen gibt in der Runde. Wir kommen ja langsam zum Ende. Noch hätten Sie die Chance. Es gibt zum Teil auch Fragen im Chat, das will ich vielleicht noch sagen, zu ganz anderen Anlagen, zum Endlager Morsleben beispielsweise. Da würde ich Sie gerne verweisen auf die nächsten Veranstaltungen. Sie finden die auf unserer Webseite auch. Am 8. Februar stellen wir vor das Thema Endlagersuche, wie geht es? Das ist eine Veranstaltung für alle EinsteigerInnen in das Thema der Endlagersuche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Wir haben dann am 24. Februar die Jahresauftaktveranstaltung betrifft ASSE, analog zu der Veranstaltung heute. Und am 3. März, die betrifft Morsleben. Und ja, das wäre der exzellente Moment, um Fragen zum Thema Morsleben einzubringen. Die wollen wir, glaube ich, hier heute nicht vertiefen. Wir haben zum einen die Spezialisten aus dem Projekt Morsleben nicht dabei und heute soll es ja auch um das Endlager Konrad gehen. Aber wenn Sie da Fragen haben zu den anderen Projekten, besuchen Sie uns gerne bei den genannten Veranstaltungen. Die Kollegen, die den Chat betreuen, stellen auch nochmal den Link ein, sodass Sie direkt auf die Seite kommen, wo Sie all diese Veranstaltungsankündigungen finden. So, dann hatten wir die Umfragen. Wir wollen Ihnen natürlich nicht die Ergebnisse vorenthalten. Das wäre unfair. Insofern können wir da einmal ganz kurz drauf schauen. Wir haben einmal die Frage, wie haben Sie von der Veranstaltung heute erfahren? Das Ergebnis sehen Sie selber. Vielen Dank für die Rückmeldungen dazu. Dann haben wir die zweite Frage. Wie viele Vorkenntnisse zum Thema Konrad bringen Sie heute mit? Das ist für uns wirklich sehr spannend, weil wir natürlich irgendwie die Balance finden müssen zwischen, soll verständlich sein für alle und gleichzeitig aber natürlich auch nicht völlig langweilig sein für die, die sich schon ganz gut auskennen. Deswegen auch vielen Dank für diese Ergebnisse. Und die Frage ist in Richtung Regie, ob wir auch schon die Ergebnisse des ersten Blocks haben. Das scheint so zu sein. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie insgesamt mit dieser Veranstaltung? Vielen Dank für dieses Feedback. Und wir hatten noch zwei andere Fragen, die können wir uns auch kurz angucken. Wie empfanden Sie die Dauer der Veranstaltung? Na, ich glaube, da haben wir das Feedback noch nicht vorliegen. Trotzdem auf jeden Fall, na, da kommt was. Oh, da wird noch abgestimmt, wie das aussieht. Na, das ist vielleicht nochmal der Aufruf. Wenn Sie mögen, geben Sie uns da gerne noch Feedback, stimmen Sie gerne noch mit ab für das, was wir bis hierhin erhalten haben. Vielen Dank. So, ich gucke noch einmal, ob wir noch Fragen haben. Wir haben nochmal Lob, die Veranstaltung war exzellent. Vielen Dank dafür. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann kommen wir, glaube ich, zum Ende dieser Veranstaltung und können sagen, vielen Dank an Licht, Bild, Ton und Regie, an all die Kolleginnen im Hintergrund und natürlich an die drei, die heute Ihnen geantwortet haben, an ja, Stefan Stuth, Dr. Thomas Lautsch und Peter Duwe. Dann winken wir alle und sagen vielen Dank. Vielleicht bis zur nächsten Veranstaltung. Vielen Dank. Glück auf. Glück auf. Glück auf.